Wie funktioniert die perfekte Verbeugung auf der Bühne? Oh, tell me. Von dir wird ja oft gesagt, dass du eine Rampensau bist. Ich bin da manchmal selber überrascht, wie sehr ich so einen Schalter umschalten kann. Man sagt ja schon auch, dass man sich irgendwie nackt macht, wenn man auf eine Bühne geht. When I'm on stage, one of the many questions that will be discussed today at the Tiny House. The hosts are Stephen Walter, artistic director of the Beethoven Fest Bonn, and Coco Elaine, who plays the viola, sings, and tours with a band. Rosmarin haben wir gekauft, oder? Guck mal, der ist direkt hier. Here at the Tiny House, they meet internationally successful musicians to chat, cook and make some music. Today's guest is Annalena Elbert. The award-winning soprano is not yet 30. And has already made a name for herself as a virtuoso performer of early and modern classical music. Danke. Hallo Annalena. Hallo. Schön, dich zu sehen. Hallo. Hast du es gefunden? Ja, danke. Was darf ich dir denn zu trinken anbieten? Boah, ich würde gerne erstmal ein Wasser, ehrlich gesagt. Dankeschön. Ja, tatsächlich. Dankeschön. Als Sängerin trinkt man keinen Alkohol, oder? Gibt es Sänger, die sehr gut trinken und singen? Ich glaube schon. Zumindest machen es viele. Also, ich mag es einfach nicht gerne, weil ich spüre es immer und deswegen kriege ich sehr selten Alkohol. Wenn du auf einer Party bist, wie häufig wirst du gefragt, dass du etwas vorsingst, wenn du sagst, dass du Sängerin bist? Eigentlich immer. Und machst du es auch? Sehr selten, aber manchmal ja. Heute zum Beispiel? Heute zum bei dieser Beispiel. Party? Genau. Ist doch eingestellt zu singen. Danke dir, das ist herrlich. So ein schönes Stück. Ja, und wisst ihr, das Schöne ist, das ist jetzt ziemlich so erklungen, wie man es vielleicht auch in der Zeit gemacht hätte. Und weil Nacht? Da hat man genommen, was man da gerade hatte. Genau, man hatte geübt oder nicht geübt, seit 27 Jahren. ja, und Nacht ist auch. Annalena, du hast uns eine Einkaufsliste geschickt. Wir haben brav eingekauft. Was gibt's denn? Ich dachte mir, wir können ein mediterranes Ofengemüse machen. Okay, cool. Da müssen wir jetzt eigentlich erstmal schnibbeln, ganz viel. Gut, wer macht was? Mach ich mal die Zwiebeln. Wir können ja einfach mal die Auberginen und die Zucchini machen. Wollen wir noch was zum Schnibbeln? Zwiebeln sind die, ihr Schnibbeln hier. Du wolltest eigentlich ursprünglich mal Profi-Oboistin werden, warst bereits an der Hochschule für die Aufnahmeprüfung angemeldet und hast dich dann doch für den Gesang entschieden. Ich habe dadurch, dass meine Eltern beide Sänger waren, in meiner Jugend mich ein bisschen dagegen gewehrt, dass ich jetzt auch Sängerin werde. Und deswegen habe ich einfach das sehr verfolgt mit dem Instrument. Und habe aber dann nach dem Abitur
gemerkt, oh nee, irgendwie das mit dem Singen, das irgendwie ist es noch mehr an meinem Herzen und ich muss das jetzt einfach machen. Hast du im Chor gesungen oder ja, auch schon solistisch? Beides. Also ich war sowohl im Bayerischen Landesjugendchor ganz lange. Du hattest aber auch richtig Unterricht, genau, neben der Oboe. Ja, ja, auch. Ja, genau. Ich hatte schon auch immer solistischen Gesangsunterricht. Ja. Ich habe einfach ein bisschen gebraucht, um vor allem meinen inneren Platz irgendwie zu finden mit diesem Sängerinnensein. Hm. Wie war das für dich, an der Hochschule zu studieren mit ganz vielen anderen Sopranistinnen? Man hört ja so einige Geschichten vom Sopranistinnen-Dasein. Die ganzen Diven und die starken Charakter und so, stellt man sich ja anstrengend vor. Wenn man da so hinkommt und dann ist man ja super jung und kommt noch so von der Schule, habe ich das zumindest als schon sehr einschüchternd empfunden. Ich habe mich da nicht so gesehen in so einer Art Rolle und musste dann für mich lernen, dass nur weil ich vielleicht mich privat nicht so fühle oder so, das hat gar nichts damit zu tun, dass ich nicht sehr gut trotzdem diesen Beruf machen kann. Gerade Gesang ist ja doch sehr exponiert und man muss so seine Bühnenpersönlichkeit finden. Von dir wird ja oft gesagt, dass du eine Rampensau bist. Zumindest Steven hat mir das erzählt. Kann ich bestätigen. Also ich habe, wie gesagt, ich habe Annalena das erste Mal gesehen. Der Eröffnungskonzert Beethoven, das ist schon eine Nummer. So. Da sitzen so, Gott und die Welt sitzt da. Und dann ballert die da so ein richtig virtuoses Legetti-Stück raus. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Hast du eine Trennung zwischen deinem Ich und deinem Bühnen-Ich? Ja. Ich würde schon sagen, dass ich als Privatperson definitiv sehr anders bin als so gewisse Facetten, die ich auf der Bühne auslebe. Genau. Ich bin gerade ein bisschen kreativ mit den Tomaten. So. Ja, du könntest soll man sie so klein schneiden? Wahrscheinlich eher nicht. Tatsächlich könntest du sie ein bisschen grober machen. Okay, also, wie ist es für dich als Sängerin? Wirst du oft auf deine Optik angesprochen oder auch reduziert? Oder kriegst du irgendwie solche Sachen mit? Wenn ich jetzt ein Vorsingen mache oder so und dann bekomme ich eine Absage, dann bekomme ich ja in der Regel keine Erläuterung, warum, wieso, weshalb das jetzt nicht funktioniert hat. Sprich, das können ja unglaublich viele Parameter sein, warum das jetzt nicht gepasst hat. Dass natürlich davon auch eins sein könnte, dass ich irgendwie optisch nicht deren Typ entsprochen habe, kann sein, kriege ich jetzt aber nicht gesagt. Mhm. Dieses Typecasting, dass man auch für bestimmte Rollen in so ganz bestimmte Gesichter sucht oder Körper auch. Und das gerade auch bei Frauen mehr ist, glaube ich, schon ein Thema, so wie ich es wahrnehme. Aber ist es nicht total verrückt, wenn es eigentlich vor allem um die Stimme geht? Wenn eine Figur so, kann ja eigentlich alle möglichen Körperformen und Größen haben. Klar. Es geht um die Stimme. Ja, total, absolut. Deswegen kann man ja nur hoffen oder sich wünschen, dass derjenige, der dann da steht und diese Entscheidungsgewalt hat, hoffentlich nicht... Bei den Orchestern ist ja so, dass man hinter dem Vorhang singt. Das ist bei euch nicht so, wenn ihr euch zum Beispiel für eine Opernpartie bewerbt, dass ihr hinter dem Vorhang singt. Und das ist wirklich das ist ja interessant. Aber ehrlich gesagt, das kann man doch auch ein bisschen verstehen. Bei einer Kunstform, ich meine, ein großer Teil davon ist ja nun mal Theater und optische Darstellung. Du musst ja auch gar nicht unbedingt, wie die Person aussieht, aber auch zum Beispiel, wie bewegt die sich, kann die schauspielern, das sind ja auch quasi Skills. Ja, absolut. Es ist nur dann eben natürlich ein schmaler Grat hin zu all diesen Problemen, die wir kennen. Absolut. Ein komplexes Thema. Du hast uns ja heute ein ganz besonderes Stück mitgebracht, mit einer Begleitung sogar. Ja, und zwar habe ich die Friederike Heumann mit ihrer Gambe mit dabei. Hallo Friederike, schön, dass du da bist. Hi, cool, dass du da bist. Wirklich eine Premiere. Erstmals im Tiny House eine Gambe und eine Begleitung für einen Gast, also eine Duo-Formation. Das, so viel Orchester hatten wir noch nie im Tiny House. Was ist das denn genau für ein Instrument, das du uns mitgebracht hast? Sieht man eine sechsseitige Viola da Gamba. Viola da Gamba unterscheidet sich von den Geigeninstrumenten, sieht man ganz leicht, hat Bünde wie eine Gitarre, hat mehr Saiten, ist anders gestimmt und heute ist noch mal ganz anders gestimmt. Und eine Tanz weiter oben als normal. Cool. Das heißt, das ist wirklich ein historisches Instrument, auch mit historischer Beseitung, also Darmsaiten und so weiter wahrscheinlich. Genau, die sich leider leichter verstimmen als andere modernere Saiten. Ja, das ist das Problem. Aber dafür klingt sie schön. Wir haben Musik aus der späten Renaissance dabei, genau genommen aus dem Jahr 1601. Das ist so die
Shakespeare-Zeit und das Ambiente der lauten Lieder, aber das Repertoire gibt es eben auch für Dambe. Herrlich. Worum geht es in dem Lied? Klingt nach Liebe. Ja, es geht aber auch so ein bisschen um Maß halten. Also in der zweiten Strophe heißt dann, ja, man muss aufpassen, dass man nicht zu nah an die Sonne kommt, weil sonst verbrennt man. Damals wie heute. Genau. Wir hören ja heute Abend auch die ganze Bandbreite des Liedes, von dem sehr modernen bis zum sehr, sehr alten. Und das ist ja auch das Besondere, oder? Dass das Lied quer durch die Musikgeschichte geht als Form. Für mich ist das Lied wie so ein bisschen so eine Essenz in der Musik, weil das so ein für mich perfekter Zusammenschluss aus Lyrik, also Literatur und Musik ist. Also das fing ja schon wirklich irgendwie im Mittelalter an mit so Minnesängern, die irgendwie auf die Liebe gesungen haben. Und dann zog sich das einfach durch. Und genau, wird eben heute in jedem zweiten Popsong gemacht. Ja, vielen Dank, Friederike. Schön, dass du da bist. Wir hören euch nachher dann gleich nochmal. Bis dahin fühlt sich wie zu Hause. Wir haben sehr viele Räume hier im Tiny House. Da, die werde ich alle aufsuchen. Genau. Bis später. Annalena, wenn du aufwachst, weißt du sofort, wie dein Tag ist. Das haben mir mal andere Sänger gesagt, dass er weiß sofort, wenn er aufwacht, wie er singt. Und da kann man auch nichts dran machen. Lustig, wenn du das so sagst. Ich mache das schon auch, dass ich aufwache und denke, oder halt nicht. Manchmal habe ich auch die tollsten Tage mit der Stimme. Das merke ich dann schon so unter der Dusche und denke mir, schade, dass heute kein Konzert ist. Läuft alles. Und wie ist das? Singst du dann auch, wenn du mal eine Erkältung hast zum Beispiel? Oder? Wenn ich nicht muss, nein. Also ich habe in meiner Ausbildung diese Devise mitbekommen, dass das Wichtigste ist, dass ich diesen Job möglichst lange gesund machen möchte. Ja. Und das heißt irgendwie in meinem Fall, ich möchte das, keine Ahnung, bis ich Mitte 60 bin, irgendwie habe ich schon vor, noch zu singen. Und deswegen bin ich da einfach sehr vorsichtig. Deswegen, wenn es nicht sein muss, dann singe ich nicht, dann schweige ich einfach. Auch die Verbindung von Psyche und Körper beim Singen ist ja schon extrem. Ist eigentlich wie so eine Art Barometer eigentlich. Die Stimme ist eigentlich immer so ein Ausdruck der seelischen Verfasstheit. Wie steuert man das als Sängerin? Ich glaube, das ist irgendwie wie so ein Tanz, den man da aufführen muss. Also eine Mischung zwischen, wie viel eigene Emotionen lasse ich zu oder fühle mich da rein. Man sagt ja schon auch, dass man sich irgendwie nackt macht, wenn man auf eine Bühne geht. Das ist einfach wie so ein Ausdruck dieser Gefühle eben über die Stimme. Und trotzdem muss man irgendwie lernen, das so ein bisschen zu trennen. Keine Ahnung, sonst könnte ich ja nie auf einer Beerdigung singen. Ich bin dann manchmal selber überrascht, wie sehr ich so einen Schalter umschalten kann, und dann geht das auf einmal. Bei mir ist es anders, aber ich habe auch nicht dieselbe Technik wahrscheinlich wie du. Wenn ich zum Beispiel einen emotionalen Tag habe und auf die Bühne gehe oder einen schlechten Tag habe und auf die Bühne gehe, dann merke ich das. Dann bin ich nicht ganz gleich selbstbewusst. Wie gehst du denn damit um? Ich spüre das auch sehr, und vielleicht jemand, der mich sehr gut kennt, würde dann auch drin sitzen und sagen, was war denn heute? Aber irgendwie, ich glaube, durch die viele Erfahrungen und durch das irgendwie dann immer Machen, lernt man das. Zum Beispiel mein Papa hat mir erzählt, an dem Tag, als seine Mutter an Krebs verstorben ist, musste er am nächsten Tag in die Oper. Der konnte seine Vorstellung nicht absagen.
Und er sagt dann immer, das war ein bisschen wie in so einem Tunnel sein, so halt, das muss jetzt halt machen. Und da ist dann in so einem Moment dann doch, einfach weil es das ist, was wir tagtäglich und immer machen, dann manchmal ist es halt auch einfach nur ein Job. Ein Job, ja. Ist ein bisschen wie der Arzt, der zum Operieren geht, ja. Kann ja auch nicht allzu viel fühlen, ja. Auch ja. Wenn das eine sehr natürlich emotionale Sache ist für alle Beteiligten. Ja. Ja. Machen wir volle Pulle heiß, ja? Wir haben uns ein besonderes Spiel ausgedacht, das sogenannte Kaugummi-Fragespiel. Und es geht so. Alter. Wie haben Castingshows à la DSDS die Singkultur verändert? Die Singkultur? Ja, so die, also das auch vielleicht Bild des Singens. Ja, ich würde eher sagen, wahrscheinlich eher so ein bisschen so ein Verständnis. Und was ich daran zum Beispiel sehr mag, ich bin zum Beispiel auch leidenschaftliche The Voice-Guckerin, ist so dieses Gefühl von, ja, nein, ist wirklich dieses Gefühl von, wow, es gibt unglaublich viele Leute, die unglaublich toll singen können. Dass es, das Talent eigentlich gleichmäßig verteilt ist, auch überall. Ja, genau. Da, wo jeder ab dem 5. Lebensjahr ins Unterricht bekommt. Ja. Cool. Was denkst du, während du singst? Ah, sehr viel. Wirklich mal so Mind-Wandering. Es kommt total drauf an. Natürlich gibt es Situationen in einem Liederabend, da singe ich und mein Kopf macht, oh Gott, wie ist der nächste Lied anfangen? Oh Gott, und währenddessen singe ich ja trotzdem weiter. Also denke ich immer, krass, dass der Kopf das kann. Aber denkst du manchmal auch so ganz profane Dinge, zum Beispiel, oh, ich muss für Ofengemüse einkaufen oder so? Nee, nicht, aber ich bin so, ah, der kommt schon wieder zu spät, oder? Was macht meine Mama da? Warum sitzt hier in meiner ersten Reihe? Ja, okay. So geht das. Elegant. Wie funktioniert die perfekte Verbeugung auf der Bühne? Oh, tell me. Wir haben bei uns im Chor früher gelernt, man muss sich hinstellen und dann müsste man 21 und dann darf man wieder hoch. Aber ich glaube, das ist auch sehr unterschiedlich. Zum Beispiel beim Schauspiel finde ich das immer unglaublich lustig, weil die rennen auf die Bühne, machen so und rennen. Ja, die haben auch so Choreografien, ne? Ja, genau. Die proben das ja richtig. Ja. Ja. Verbeugen ist ja sowieso eigentlich, wenn man sozusagen als Alien draufschauen würde, eigentlich schon noch komisch. Warum macht man das? Ja, ich. Aber es ist wie vieles, ne? Ist komisch, wenn man drüber nachdenkt. Es ist ja auch, ich finde das irgendwie, vielleicht habe ich auch. Aber dieses Spiel, ja. Ja. Eigentlich ist es ja so ein lustiges Spiel von einer macht was, die anderen reagieren mit Applaus und dann findet man das wieder so komisch, dass man sich dann wieder verbeugt. Ja, also, ja. Das ist ja eigentlich. Das macht am meisten Sinn, ja, dass man es gar nicht erst sehen möchte. Wie läuft's? Das sieht gut aus. Sieht super aus, oder? Du singst ja unglaublich vielfältig und jetzt hast du auch ein ziemlich abgefahrenes Stück dabei, oder? Was ist das? Es ist gar nicht so abgefahren eigentlich. Es ist einfach ein bisschen ungewöhnlich, weil es mit so Einspielungen funktioniert. Und genau, es ist halt einfach noch ein sehr junges Stück. Also es ist aus dem Jahr 2017. Sehr schön. Thank you.
Das ist total abgefahren. Ich dachte, du machst deine Steuererklärung, wenn du hier deinen Computer rufst, dann kam das. Sehr cool. Was ich auch irgendwie total mag, einfach an so neuer Musik oder sowas, wenn man sowas Zeitgenössisches hat, dass man dann auch ganz zeitgenössische Texte hat. Und worum ging es da in dem Lied? Ja, das ist irgendwie lustig, so nachmittags im Park. Eigentlich bisschen so absurd, ne? Bisschen absurd. Die Mutter hält den Ball im Arm wie einen Kopf. Und dann heißt der Text, da müssen Nylonfäden aus allen Wolken reichen, die aufrecht uns und unsere Köpfe halten. Also dann wird so ganz... Dada im kleinen Tiny House, ist doch super. Du bist ja ein großer Fan der sogenannten historischen Aufführungspraxis. Und wie wir vorhin gesehen haben, werden dafür historische Instrumente verwendet. Aber es geht ja noch um viel, viel mehr als das, nämlich um historische Authentizität. Ja, was mich irgendwie schon einfach immer daran fasziniert hat, ist einfach ganz grundsätzlich so der Sound. Der ist einfach unglaublich unterschiedlich. Es sind einfach viele Faktoren, die da reinspielen. Sei es eben, es sind dann Originalklanginstrumente, die einfach anders sind. Und dann aber auch, dass halt der Stimmton angepasst ist auf die damalige Zeit. Es wurde einfach erst mit der Größe der Orchester, mit der Größe der Säle, wurde der so hochgezogen quasi. Und ja, das spürt man einfach extrem. Zumal es ja so ist, dass eigentlich alles, was wir so klassische Musik nennen, wie wir sie spielen, also bevor es diese Bewegung der historischen Aufführungspraxis gab, eigentlich so gemainstreamt wurde. Also dass alles eigentlich gleich klang mit der Barockmusik zum Beispiel, die eigentlich so unglaublich andere Klangwelten erzeugt hat, weil man eben ganz andere Stimmungen benutzt hat. Oder das ist ja die Gambe zum Beispiel, hat man ja gehört, das ist ganz speziell gestimmt und dadurch sind diese Obertöne und diese Klanglichkeit ist einfach ganz anders, als man es jemals zum Beispiel auf meinem modernen Cello machen könnte. Ja. Woher weiß man eigentlich, wie es früher wirklich geklungen hat? Es gab ja keine Aufnahmen. Wir haben unglaublich viele Texte und wir haben die, wo wirklich ja Beschreibungen stehen, wie die Klangvorstellung ist. Mhm. Zum Beispiel, dass jedes Orchester unglaublich individuell klang. Weil dann hatten die halt da die Instrumente von den und den Leuten, die das gebaut haben und die hatten dann ganz bestimmte Eigenheiten. Genau. In Italien klang es ganz anders als in Frankreich und so weiter. Genau. Und wir haben natürlich auch einfach dann originale Instrumente. Also Friederike hatte vorhin ein Instrument aus Eisenach zur Bachzeit. Da gibt es heutzutage auch ganz tolle Maschinen, wo dann das alles ausgemessen wird und man das dann probiert, irgendwie nachzubauen. Das bringt aber einfach eine Farbigkeit mit sich, die schon immer mich fasziniert hat. Hörst du selbst Popmusik? Ja. Ja? Ja, natürlich. Ich bin einfach ein Fan von Musik mit Texten. Wenn das einfach von Herzen kommt und irgendwie schön gemacht ist, dann berührt mich das. Und das, natürlich höre ich das dann gerne an. Hörst du auch Schlager? Tatsächlich eher nicht so. Ja, aber ein Schlager aus dem Frühbarock oder Renaissance eigentlich hören wir jetzt gleich. Ist eigentlich fast auch schon Popmusik. Ja, würde ich schon sagen. Und es geht auch um ein Thema, das könnte auch irgendwie... Ja, sonst wäre man tun. Helen Fischer sein. Okay. Das ist eine Gamme. Ja. Jetzt muss ich doch mal gucken, was. Das ist ja schon sehr spezielle Notation. Ist ein bisschen nerdy hier. Aber das ist ja wie. Es ist wie, wenn man Mittelhochdeutsch liest oder so. Es ist viel leichter, als man denkt. Okay. Griffschrift einfach nur. Die Position auf dem Griffbrett. Ganz andere Art zu notieren, aber sie auch lange her. Whither runneth my sweetheart? Whither runneth my sweetheart? Whither runneth my sweetheart? Stay. Ja, ich finde, man hört total diese Popmusik-Parallelen heraus. Gell? Absolut, ja. Ja, so ein echt schöner Tune. Das ist eigentlich wie so eine damalige Interpretation von wenn du weg bist, ist irgendwie echt alles ziemlich
ziemlich schille und ziemlich doof. Essen fertig. Okay. Los geht's. So, kommt alle. Essen. Alle dazu. Alle. Los geht's.